Hallo, willkommen zur Daddy-Theorie. Ja, hier steht hier Mann und will was über die Periode berichten, aber so schlimm ist es gar nicht. Es gibt nämlich ein Thema, das hat mich brennend interessiert, nämlich ob man trotz Periode schwanger werden kann. Meine Mutter hat mir berichtet, sie hatte ihre Periode tatsächlich, als sie mit mir schwanger war, noch bis zum 4. Monat und hat gar nicht erst gemerkt, schwanger gewesen zu sein. Und das hat mich einfach zu dem Anlass gebracht, ich muss mich mal über das Thema informieren. Also in diesem Video erfährst du die wichtigsten Fakten, ob man trotz Periode schwanger sein kann und warum das überhaupt möglich ist. Ist und ob das überhaupt die Periode ist und. Daddy! Schwanger trotz Periode? Eigentlich wissen wir, dass das nicht möglich ist. Doch dann hört man neue Geschichten, dass die Freundin einer Freundin schwanger war, obwohl sie noch ihre Periode hatte und man wird unsicher. Gerade nach einer Verhütungspanne fragt man sich schnell, bin ich vielleicht schwanger trotz Periode? Kommt die Übelkeit vielleicht doch nicht nur vom fettigen Essen, sondern ist ein Anzeichen für die Schwangerschaft? Also ist das Ganze jetzt Mythos oder möglich? Sprechen wir mal direkt von Anfang an Klartext. Schwanger sein trotz Periode ist zu 100% unmöglich. Denn Schwangerschaft und Periode schließen sich per Definition gegenseitig aus. Die Menstruation findet statt, um die überflüssige Gebärmutterschleimhaut aus dem Körper zu transportieren, die sich während des Menstruationszyklus aufgebaut hat. Wurde keine Eizelle befruchtet, wird die Schleimhaut abgebaut und am Ende des Zyklus setzt die Periode ein. Wenn du dir wirklich sehr unsicher bist, verlinke ich dir unseren Schwangerschaftstest unten in der Infobox. Dieser war ein Frühtest und hat meiner Frau sogar vor Überfälligkeit gesagt, dass sie schwanger ist. Aber zurück zum Thema. Umgekehrt heißt das, kam es zu einer Befruchtung, nistet sich die Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut ein. Verschiedene Hormone stoppen den Menstruationszyklus und sorgen dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut an Ort und Stelle bleibt und nicht mit einer Blutung aus dem Körper befördert wird. Wie kommt es denn dazu, dass eine Periode trotz Schwangerschaft auftreten kann? Zumal muss man jetzt erstmal unterscheiden zwischen einer Blutung und der Periode. Nämlich eine Blutung ist möglich. Frauen, die sagen, dass sie schwanger waren trotz Periode, sind keine Lügnerin. Es gibt in der Tat Blutungen, die sogar auf eine Schwangerschaft hinweisen können. Die verschiedenen Blutungsarten unterscheiden sich jedoch von der monatlichen Periode in Dauer, Farbe und Intensität. Gerade in der ersten Woche der Schwangerschaft kann es zu Blutungen kommen, die fälschlicherweise als Periode gehalten werden. Diese Blutungen, die in der Frühschwangerschaft auftreten, sind meist schwächer, dauern nicht so lange und treten nicht so regelmäßig auf wie die Periode. Die Ursachen für diese Blutungen sind meist harmlos. In der vierten Schwangerschaftswoche kann es sich um die Einnistungsblutung handeln. Wenn sich die Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut einsiedelt, kann es eine leichte Blutung auslösen. Auch durch die ganzen hormonellen Veränderungen kann es immer wieder zu blutigem Ausfluss kommen. Wer die Pille weiternimmt, muss in der Pillenpause ebenfalls mit Blutungen rechnen. In der Frühschwangerschaft treten leichte Blutungen bei vielen Frauen auf. Auch wenn sie meist harmlos sind, sollte sie immer mit dem Frauenarzt abklären. Besonders, wenn sie stark und mit Schmerzen verbunden sind. Nämlich, das sind Anzeichen für eine Fehlgeburt oder eine vorzeitige Plazentaablösung. Ihr merkt also, in der Theorie ist es gar nicht verkehrt, trotz Periode schwanger zu sein. Es handelt sich einfach lediglich um andere Blutungen. Die sicheren Anzeichen dafür, dass ihr schwanger seid, sind die Übelkeit, die Veränderung des Geruchs und Geschmackssinns, das Spannen der Brüste, Müdigkeit und Schwindel. Aber wenn ihr ganz sicher sein wollt, ob ihr jetzt wirklich schwanger seid, solltet ihr auf jeden Fall die Frauenärztin bzw. den Frauenarzt aufsuchen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video die wichtigsten Infos vermitteln und hoffe, es hat dir wirklich weitergeholfen. Wenn ja, zeig's mir, indem du den Like-Button drückst. Das war's von meiner Seite. Mach's gut, bis zur nächsten Folge.